Hallo Leute, ich begrüße euch heute zu einem ja etwas anderen Video. Und zwar wird es sozusagen ein Vlog, ein kleiner Vlog mit etwas Screen-Aufnahme vermischt. Und ja, es wird ganz interessant, denn heute spreche ich das 100-Abo-Special-Thema an. Ja, genau, da war doch was. Wir haben die 100 Abos erreicht. Nochmal wirklich mega, mega danke. Ich habe nie gedacht, dass das so ist. Und mit jedem Tag kommt immer einer neu dazu. Wirklich mega, mega cool. Das motiviert mich jeden Tag. Und ja, das ist auf jeden Fall super. Aber als Dank muss ich jetzt natürlich auch was liefern hier. Ja, ich liefere schon alle 3 Tage ein Video, aber es kommt auch noch was dazu, und zwar das 100-Abo-Special. Und zwar wird das was ganz, ganz Besonderes sein für mich und für euch. Jeder, der Lego-Fan ist oder war oder irgendwie in seiner Kindheit was mit Lego zu tun hatte, der wird diesen Ort lieben. Und ich rede hier von keinem geringeren Ort als Billund, und zwar der Heimat von Lego. Wo, ja, ich bin gerade so 100 Kilometer, glaube ich, entfernt. Und zwar in Dänemark. Aber ja, dazu später noch. Was denn, ja, das kommt jetzt alles noch im Vlog. Ich bin jetzt gerade schon in Dänemark, aber ihr seht jetzt nochmal ein bisschen von der Fahrt. Was ist auch ganz interessant da bei Hamburg und so. War eigentlich ganz nice die Fahrt. Aber vor der Fahrt nochmal ein paar Infos zum Legoland und zum Lego-Haus. Denn dort gibt es ja doch auch das Lego-Haus. Aber wie gesagt, alle Infos kommen dann gleich jetzt. Und ja, ich wünsche euch mit diesem Video viel, viel Spaß. Das Legoland. Es ist und bleibt eigentlich mein Lego-Traum. Denn das Legoland Billund ist wirklich was Besonderes. Dort gibt es verschiedene riesige Mocs. Unter anderem auch viele, ja, Achterbahn, wie gesagt, schon richtig viele große, riesige Kreationen, die man sonst eigentlich nicht wirklich sieht. Es ist wirklich mega krass. Und ja, das Ganze hat was mit dem 100-Abo-Special zu tun. In den Sommerferien fahre ich nämlich nach Dänemark. Und natürlich, was kann ich dort denn nicht verpassen? Natürlich das Legoland Billund und außerdem auch noch eine zweite Sache, das Lego House, Home of the Brick. Wie gesagt, ihr solltet euch das merken im Katalogvideo. Dazu kommt noch später mehr, aber jetzt geht es gerade um das Legoland. Es ist wirklich ein riesiger Vergnügungspark mit verschiedenen riesigen Lego-Kreationen von verschiedenen Mockbauern. Und das ist wirklich mein größter Traum. Und der wird in Erfüllung gehen mit euch. Ja, und ihr könnt das Ganze dann über die Kamera verfolgen. Widmen wir uns jetzt dem Lego-Haus, denn das ist der zweite Teil meines Ausfluges nach Billund. Und ja, es ist wirklich was Krasses. Das Lego-Haus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dort gibt es zum Beispiel diesen Baum der Kreativität. Ein riesiger Baum. Dann gibt es diese verschiedenen vielen Dinosaurier. Einer aus Duplostein, einer aus normalen Steinen und einer aus Technikstein. Es gibt dort so große Bauwerke, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, aber dazu halt im Lego-Haus nochmal mehr. Es gibt Exklusivsets. Und Leute, dieses Haus ist echt ein Paradies für mich. Und ja, ich werde da viel Spaß haben und ihr mit mir hinter der Kamera dann auch. Ja, Leute, und ihr bemerkt gerade, dass ich hier nicht zu Hause bin, und das liegt daran, dass ich in Dänemark bin. Ich bin angekommen und ja, hier ist unser kleines Häuschen. Und das ist auf jeden Fall mega, mega krass, denn endlich bin ich da und in ein paar Tagen geht's dann endlich los nach Billund. Ich freue mich schon wirklich drauf und ja, ich hoffe ihr auch, und das wird auf jeden Fall was mega, mega krasses, und wie gesagt, ich freue mich richtig drauf. Und ja, ich würde sagen, die nächsten Videos kommen dann aus dem Legoland und dem Lego-Haus. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch dabei viel Spaß, und ich glaube, den werde ich und ihr werdet ihn auch haben, denn wie gesagt, ich freue mich so hart wirklich auf das Legoland und das Lego-Haus. Und ja, bis dann und tschüssi. Ach übrigens, gebt da noch ein Like und ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, würde mich auch sehr, sehr freuen. Tschüssi.